verehrte Damen und Herren, ich darf Sie als Präsident des Grapper Forum Austrian Chapter, aber auch im Namen der Kolleginnen und Kollegen, die hier am Boden sind, recht herzlich zu diesem Pressegespräch begrüßen. Der Grapper Forum hat seinen Ursprung ja in der Studie über die Grenzen des Wachstums. Das ist etwas, was sehr bekannt ist und damals sehr bekannt war. Für viele Jahre ist das dann wieder ein bisschen zurückgedrängt worden, als zu übertrieben, als zu radikal, als zu deterministisch. Aber ich glaube, wir stehen heute wieder vor dieser Frage der, was man als Global Revolution sehen kann, einer globalen Revolution, die notwendig ist. Und daher fängt der Titel mit den heutigen Pressekonferenz Grenzen der Geduld. Die Geduld, und das haben uns ja viele junge Leute vorgezeigt, hat viele seine Grenzen und sollte jetzt zu Ende sein. Und wir müssten zu einer globalen Revolution kommen, in einem anderen Sinn vielleicht, als Revolution normalerweise verstanden wird, aber in einem Sinn, der für uns, glaube ich, ganz, ganz wichtig ist. In letzter Zeit, da hat der Grapper Forum in Wien zweimal ganz deutlich von Reisdecker präsentiert, ist es wieder aufgetaucht, etwas differenzierter, etwas überzeugender, auch wie diese globale Revolution ausschauen kann. Ich möchte gleich von vornherein sagen, was für uns ganz wichtig ist, ist diese Kombination von Umweltfragen, Nachhaltigkeitsfragen mit Wirtschaft und mit der sozialen Dimension. Jede Umweltpolitik, jede Nachhaltigkeit in der Klimapolitik, die die wirtschaftliche Seite außer Acht lässt und glaubt, man kann es gegen wirtschaftliche Aktivitäten setzen, und zwar auch privatwirtschaftliche Aktivitäten, oder man kann die soziale Dimension auslassen, wird in die Irre gehen. Gerade in Frankreich wird uns das ja vorgeführt durch die Demonstration der sogenannten Gelbwesten, dass wenn man auf der einen Seite Steuern senkt massiv für die Superreichen und dann erhöht für die Ärmeren, das muss zum Schiefbruch führen, noch dazu, wenn auch das in sozial oder in wirtschaftlich schwachen Regionen ohne entsprechende Investitionen geschieht. Ich will noch ein kurzer Hinweis, weil ja viele immer wieder sagen, ja, die 2%, das ist ja nicht so viel, aber wenn Sie an die Körpertemperatur denken, dann sind auch dort 2 Grad können ganz entscheidend sein fürs Überleben oder nicht überleben, und das, glaube ich, muss man immer wieder vermitteln. 2 Grad ist nicht etwas, was geringfügig ist. Lassen wir noch ganz kurz zum Abschluss meiner einleitenden Worte sagen. Gerade heute hatte ich wieder ein Interview zur aktuellen Lage im WDR, Westdeutscher Rundfunk, gegeben, und ist wieder verlautet worden, dass eine weitere deutsche Stadt den Klimanotstand ausgerufen hat. Nun, ich verstehe die Symbolik, aber es geht ja nicht darum, dass einzelne Städte einen Klimanotstand ausrufen, sondern es geht darum, dass man insgesamt eine umfassende Klimaschutzpolitik betreibt. Wir, global natürlich, wir haben gerade, es gab auf Rom jetzt eine Sitzung, ein Gespräch gemeinsam mit dem Kollegen Hinterberger, der dann gleich auch Stellung nehmen wird, in Brüssel gehabt, weil wir auf der europäischen Ebene mehr aktiv werden wollen, gerade auch zum Beispiel schon beginnen mit der Anhörung der Kommissarin oder des Kommissars. Es wird nicht uninteressant sein, wer übernimmt gerade im Umweltbereich diese Position. Noch dazu, wo zu befürchten ist, dass nach den Wahlen im Europäischen Parlament die Klimaverweigerer oder Negierer, wie man sie bezeichnet, die zunehmen werden, nämlich jene, die sagen, Klimapolitik ist nicht eine zentrale Aufgabe. Da möchte ich hinweisen, dass auch Bundeskanzler Kurz ganz deutlich gesagt hat, Klimapolitik ist etwas, was auf EU-Ebene einen zentralen Stellenwert hat, und ich hoffe, dass das bleibt auch in Zukunft so. Aber natürlich geht es auch auf die österreichische Ebene. Wir werden im Zusammenhang mit den kommenden Wahlen die politischen Parteien einladen, ihre Programme auch in einer Diskussion zu präsentieren, sodass die Bürgerinnen und Bürger auch die Möglichkeit haben, zu schauen, was machen die oder welche Vorschläge, welche Ideen haben die politischen Parteien dazu. Aber auch die regionale Ebene ist ganz wichtig, weil diese Kombination global, europäisch, national und global zeigen kann, welche Veränderungen wir gesellschaftlich und gesellschaftspolitisch insgesamt brauchen. Umweltpolitik ist ja nicht ein Sektor, sondern Umweltpolitik oder Nachhaltigkeit oder Klimapolitik ist etwas, was all diese Bereiche betreffen muss. Und das ist, glaube ich, ein Signal, das wir gerade auch mit diesem Pressegespräch und auch mit der Arbeit in der Zukunft als Grapper Forum, aber auch in Kombination mit den Organisationen, die hier sitzen,
verstärkt wahrnehmen wollen, diese Querschnittsmaterie in die verschiedenen Lebensbereiche einzubringen. Und nochmal zum Schluss, Wirtschaft und soziale Dimension sind ganz, ganz entscheidend, um die Menschen zu überzeugen, dass Klimapolitik nicht etwas Gefährliches ist, sondern etwas, was ihnen bringt. Denn da muss man wirklich gegen jene argumentieren, die Klimapolitik als eine Gefahr für den Wohlstand und das Wohlergehen sehen. Es ist das Gegenteil der Fall. Damit höre ich auf und übergebe bei meinem Kollegen Hinterbürger den Weg. Fortsetzt bitte. Ja, ganz herzlichen Dank. Es freut mich sehr, ich möchte Sie auch begrüßen, und es freut mich sehr, dass wir gerade in dieser Kombination von Wissenschaftlern, NGOs, Aktivisten sozusagen hier sitzen können, weil es natürlich ganz wichtig ist, dass wir da sozusagen alle, die bestimmte Vorstellungen haben, auch an einem Strang ziehen, dass wir als Wissenschaftler auch die Bewegung unterstützen können mit unserem Know-how, mit unserem Wissen, mit den Ergebnissen unserer Studien. Und ich möchte gleich daran anschließen, was Hannes Lohmann gerade gesagt hat und hat deswegen den Titel gewählt, Klimaschutz ist gut für die Wirtschaft. Ich berichte Ihnen gerade aus den Ergebnissen eines gerade abgeschlossenen Projekts, das wir gemacht haben. Sie haben die ganzen Unterlagen, die Folien auch in Ihren Unterlagen, daher möchte ich nur ganz kurz einige Folien auch überspringen und Sie auf die wesentlichen Dinge hinweisen. Hier ist das Projekt erklärt für den österreichischen Klimafonds. Das Ziel ist, wo man sich eigentlich weltweit unter den Wissenschaftlern einig ist, dass wir global nur mehr ein, wie man sagt, Carbon-Budget, ein CO2-Budget übrig haben von 580 bis 770 Gigatonnen, um an CO2, um dieses 1,5-Grad-Ziel überhaupt zu erreichen. Und selbst das nur mit einer Wahrscheinlichkeit zu 50%. Also das ist das, was wir erreichen müssen. Das kann man dann pro Kopf runterrechnen. Das sind 40 bis 50 Gigatonnen für Europa und entsprechend nochmal weniger für Österreich. Und vielleicht ist es etwas deutlicher, wenn man sich klar macht, was das pro Kopf bedeutet. Und pro Kopf bedeutet das ungefähr eine Tonne CO2 pro Kopf der Weltbevölkerung. Oder für jeden von uns wäre es sozusagen nur eine Tonne übrig. Derzeit haben wir ungefähr das Achtfache. Also das ist das, was wir in den nächsten Jahren schaffen müssen. Wenn wir unsere Modelle anwerfen, die wir gemeinsam mit den Kollegen aus Osnabrück von der GWS was wir gemacht haben, dann sieht man dort, dass eigentlich genau das Gegenteil der Fall ist. Wir werden in 2050 uns ungefähr das Doppelte von diesem Klimabudget aufgebraucht haben. Das heißt, wir sind in einer Welt, die nicht 1,5 Grad, sondern 3, 4, 5 oder sogar mehr. Wir wissen, dass in Österreich, im Alpenraum, die Temperaturerhöhung dann nochmal mehr ist, als es im globalen Durchschnitt ist. Also das ist etwas, was sicher nicht nachhaltig ist und was wahrscheinlich so auch nicht eintreten wird, sondern es ist die Frage, ob man das sozusagen bei Design oder bei Desaster erreicht, weil man kann sich eigentlich nicht vorstellen, was das bedeutet, eine Welt mit 1,5, mit mehr als 2 Grad. Sie haben die Zahlen dann in der Präsentation. Das Entscheidende unserer Studie ist, und das haben andere Studien auch schon gezeigt, wieder mal gezeigt, es ist möglich, mit einer beherzten Politik und einer beherzten Veränderungen aller Menschen, global gesehen natürlich, ist es möglich. Und wir haben hier Zahlen, die zeigen, dass es um 80% möglich ist, um 80% die CO2-Emissionen zu reduzieren. In Europa sind wir ohnehin schon auf einem leicht abfallenden Weg, aber das ist bei weitem nicht genug. Noch dazu, wo wir ja deutlich über dem Weltdurchschnitt sind, also da müssen wir auch nochmal deutlich runter, aber wir sind schon sozusagen, es geht in die richtige Richtung, aber es muss sehr viel stärker runtergehen und wir haben das mit einer kleinen Grafik veranschaulicht. Wenn der Clou ist, wir müssen wirklich gleich beginnen, weil wenn wir sehen, wo das Ziel ist und je später wir anfangen, desto steiler wird es am Ende. Und zumindest diese Entwicklung, wenn wir sozusagen jetzt nichts tun und dann erst in 2045 aufwachen, dann ist es sicher sozusagen bei Desaster, dann können wir auch ökonomisch nicht mehr angreifen, sondern wir können mit den Maßnahmen, die uns zur Verfügung stehen, ökonomisch nur jetzt etwas tun. Was müssen wir tun? Das ist jetzt sehr knapp zusammengefasst, was wir in 3 Jahren hier oder in 2,5 Jahren hier gearbeitet haben, wie gesagt mit Unterstützung des österreichischen Klimafonds. Wir brauchen eine Energiewende, wir brauchen aber auch eine Ressourcenwende. Energie alleine reicht nicht. Wir brauchen auch eine Ressourcenwende, weil jede Verarbeitung von Ressourcen zerstört die Umwelt, trägt zum Klimawandel bei und braucht in sich wieder Energie. Wir brauchen auch eine Ernährungswende. Wir müssen
weniger Fleisch konsumieren, alle zusammen gesehen. Natürlich die, die jetzt schon viel Fleisch konsumieren, haben mehr. Wir müssen Lebensmittelabfälle reduzieren. Wir brauchen also sowas wie eine und wir brauchen zusätzlich sowas wie eine Lebensstilwende. Aber nicht nur, wir brauchen auch die Politik. Oft, ich habe neulich das Profil, haben Sie wahrscheinlich gesehen, wo gesagt wurde, was wir alle tun können und müssen und sollen, damit dass wir das Klima schützen. Ja, das stimmt, aber wir brauchen die Rahmenbedingungen von der Politik und wir müssen sozusagen wirklich systemisch dran herangehen. Es nutzt uns nichts, wenn wir unser Soja für die Schweine, die wir in Österreich füttern, jetzt mit einem E-Traktor anbauen, sondern es muss sozusagen wirklich das gesamte Produktionssystem anders laufen, sodass wir mit dem Soja, das wir in unsere Schweine verfüttern, nicht mehr den Regenwald zerstören und letztendlich auch weniger produzieren. Wir brauchen deutlich höhere Preise oder überhaupt Preise. Wir haben in Österreich, in Europa dieses European Trading Scheme für CO2. Die Preise sind viel zu gering, um diese nachhaltige Veränderung anzustoßen. Wir müssen auf 100% Stromerzeugung, wir brauchen erneuerbare Stromerzeugung, wir brauchen Mobilität, mehr Energieeffizienz. Wir müssen aber, wie gesagt, auch an die Ressourcen denken. Unser ökologischer Rucksack ist viel zu groß. Wir können, auch da müssen wir um etwa einen Faktor 10 herunter. Wir haben morgen Nachmittag im Naturhistorischen Museum eine weitere Veranstaltung, wo wir genau auf dieses Thema eingehen. Aber letzten Endes geht es um die alten Geschichten wie Reduce, Recycle. Eine Ressourcenwende ist nötig. Auch da müssen Steuern greifen, damit einfach weniger Material verbraucht wird, damit weniger aus der Natur rausgeholt wird, was letzten Endes die planetaren Grenzen überschreitet. Ernährungswende habe ich schon genannt. Jedes Schnitzel, das wir essen, zerstört derzeit auch irgendwo Regenwald. Wenn es nicht wirklich sozusagen mit lokaler Produktion, und zwar nicht nur die Schweine, sondern auch das Futter. Nur als Beispiel, wir werfen in Europa, aber auch dort, wo die Nahrungsmittel herkommen, viel zu viel Nahrungsmittel weg. Auch da müssen wir uns sozusagen drastisch ändern. Hier geht es natürlich sehr stark darum, wenn wir das global betrachten, wo stehen wir denn? Wir sehen, dass bei uns der Fleischkonsum nicht mehr wahnsinnig ansteigt. Das spürt auch unsere Landwirtschaft. Die müssen sich eh umstellen. Aber wir sehen das natürlich, dass in anderen Teilen der Welt, China, andere Schwellenländer, das noch weiter ansteigt. Und das muss sozusagen insgesamt weniger, aber natürlich vor allem dort, wo der Fleischkonsum schon wesentlich höher ist. Und dann muss sozusagen das, was angebaut wird, eben ökologisch, biologisch angebaut werden. Und bei den Lebensstilen ist es so eine Sache, das geht vor allem natürlich auch an die Menschen, die sozusagen auf dem Einkommen her begünstigt sind, die dann sagen, ja, wir konsumieren eh Bio und wir achten eh darauf. Aber es geht auch da um das Ganze. Wenn ich sozusagen die Erdäpfel oder die Orangen oder was das hier sein soll, sozusagen mit dem Flieger gekommen sind, dann können die noch so biologisch angebaut werden, dann wird sich das nicht mehr ausgehen fürs Klima. Also das muss sozusagen alles umfassend erledigt werden. Und dazu gehört auch, das ist schon lang eine Forderung von uns, die teilen nicht alle, eine Reduktion der Arbeitszeit, die letzten Endes auch dazu führt, dass wir uns um die Dinge alle kümmern können, dass wir mehr Zeit haben, dass wir irgendwo auch weniger Einkommen zur Verfügung haben, dass wir dann wieder für ökologisch relevante Dinge ausgeben können. Also wir sollen sozusagen weniger, wir können auch weniger konsumieren, aber mehr Lebensqualität haben durch weniger Arbeitszeit, weniger Stress und die Arbeitsplätze auf alle verteilen. Wir sehen, dass das positive Effekte hat auf die Wirtschaft. Nach unseren Berechnungen würde das Wachstum etwas geringer sein, in der Weltwirtschaft aber immer noch deutlich wachsen, das Gleiche. Für Europa, wo man sehen muss, dass in Europa sowieso in Zukunft wir sozusagen nur mehr sehr geringe Wachstumsraten haben werden. Selbst wenn sich das sozusagen etwas reduziert, können wir immer noch Arbeitsplätze schaffen. Ich werde das gleich in der folgenden Grafik zeigen. Das hängt damit zusammen, dass wir ja enorme Investitionen brauchen für all das, was vorher gesagt wurde, für die Ressourcenwende, für die Ernährungswende, für die Energiewende vor allem. Das muss ja auch geleistet werden, das muss auch bezahlt werden. Das schafft Wachstum und Arbeitsplätze. Und sozusagen so ein Paket, wie wir es uns mal in diesem Szenario angeschaut haben, wäre sozusagen auch auf dieser Ebene für Europa gesehen. Die Österreich-Ergebnisse liegen jetzt im Moment noch nicht vor. Wäre das jedenfalls auch positiv. Ja. Also das heißt, eine Dekarbonisierung ist möglich, auch in diesem enormen Ausmaß. Sie wirkt sich positiv auf die Wirtschaft, sie wirkt sich positiv auf die Beschäftigung aus.
und erfordert auch eine Änderung des Lebensstils, aber nicht nur. Wir können es nicht nur sozusagen alle selber rausreißen, sondern wir brauchen die politischen Rahmenbedingungen, die dafür nötig sind. Konkret eine CO2- und Ressourcensteuer, die wieder zurückgegeben wird, ja, die sozusagen für den Einzelnen aufkommensneutral dann ist, wenn er oder sie sich ökologisch freundlich verhält. Es gibt einen Vorschlag, dass man das sozusagen einfach auf alle verteilt. Jeder kriegt 200 Euro pro Jahr auf die Hand und kann das sozusagen ausgeben für was immer er oder sie möchte. Und das wird dann auf der anderen Seite reingeholt, dadurch, dass CO2 gesteuert wird. Wir brauchen entsprechende Investitionen. Das, wie gesagt, ist gut für die Wirtschaft sowieso. Und wir brauchen und wollen mehr Zeit fürs Leben. Arbeitszeiten verkürzen, die Arbeitsplätze auf alle verteilen, wobei man auch dazu sagen muss, dass gerade in Österreich dieser Druck ohnehin abnehmen wird durch den demografischen Übergang, dadurch, dass wir eine alternde Bevölkerung haben und Leute wie ich in 10 Jahren hoffentlich in Pension sein werden und da sowieso sozusagen eigentlich nicht genügend Junge nachkommen, ist dieser Druck gar nicht so groß, aber auch daran soll sozusagen insbesondere auch europaweit gedacht werden und insbesondere in den Ländern, wo sozusagen auch noch sozusagen hohe Wachstumsraten das ermöglichen. Das waren meine Ausführungen und ich freue mich auf die Diskussion. Ich gebe weiter an Karl. Ja, schönen guten Morgen. Wir kennen das Faktum, Klimaerwärmung bis zu 5 Grad, wenn wir nichts tun. Wir haben eine Verpflichtung unterschrieben, Paris-Abkommen, die Erwärmung unter 2 Grad, besser bei 1,5 Grad zu halten. Aber Österreich und die EU setzen diese Verpflichtung nicht um. Die Probleme sind, niemand ist auf Kurs, Österreich macht sogar Schritte zurück. Wenn Österreich sagt, wir no gold plating, dann heißt das, dass eines der führenden wirtschaftlichen Länder nicht mehr machen will als die anderen, was heißt ein Schritt zurück. Bei der Steuerreform haben wir das auch gesehen, Umweltziele wurden rechts liegen gelassen, also normalerweise würde man sagen links niedergelassen, aber in diesem Fall wurden sie rechts liegen gelassen. Die EU schlingert herum zwischen Klimapolitik und falsch verstandener Wettbewerbsfähigkeit. Jedes Mal, wenn jemand etwas pro Klima sagt, steht ein Deutscher auf und sagt, also wir müssen auf die Wettbewerbsfähigkeit dieser armen deutschen Wirtschaft, die nur einen Überschuss von 6% hat, schauen. Die rechten Populisten leugnen das Problem, werfen Nebelgranaten, sie sind ohnehin für den Tierschutz und sie werden nach der Wahl noch stärker werden. Die Gefahr ist daher, Österreich fällt zurück. Wir werden weiter mehr Klimatote haben als Verkehrstote. Ich kenne eine Schätzung für Österreich. Für Europa ist die Schätzung der Klimatoten pro Jahr 150.000. Wenn wir hier unseren gerechten Anteil, wie es üblicherweise österreichischer Anteil ist, dann sind das 5.000 bis 10.000 Tote in Österreich. Und das ist mehr als die Verkehrstoten. Um die zu reduzieren, wir uns Gott sei Dank kümmern. Der Emissions- und Energieverbrauch steigt weiterhin. Die Abschwächung, die der Fritz erwähnt hat, betrifft darum, dass die Zuwachsraten niedriger geworden sind. In den letzten 5 Jahren sind Energieverbrauch und Emissionen wiederum absolut gestiegen und damit von den minus 80%, die wir bräuchten, meilenweit entfernt. Jedes Jahr ein Schritt in die falsche Richtung und daher zu dem Szenario, wo man am Schluss hinabstürzen muss. Aber wir haben auch jetzt eine große Chance. Wir haben das Bewusstsein über die Klimaprobleme ist gestiegen durch die Dürren und die Wetterkapriolen. Noch nicht ganz zur Kenntnis genommen haben wir, dass man im Voralpengebiet nicht mehr ohne Schneekanonen Skifahren kann, aber das ist auch schon eine Realität. Fahren Sie nach Hinterstober, ganze Nacht donnern die Schneekanonen, weil man nicht mehr fahren kann. Der Neusiedlersee ist nicht mehr so lange zugefroren, dass es sich für eine Wiener auszahlt, also mit 150 Stundenkilometer hinzufahren und dort also das Eislaufen zu versuchen. Wir haben eine Erwachung der Jugend, die Fridays for Future, die donnern ihre Organisation, die sagt, es geht nicht mehr so weiter, wir müssen etwas tun, wir müssen sehr viel und sehr rasch tun.
Wir haben die EU-Wahl vor uns und haben hier eine klare Einteilung der Parteien. Vier Parteien sind für die Bekämpfung des Klimawandels mit verschiedenen starken Prioritäten. Eine Gruppierung, die Rechtspopulisten, sind absolut dagegen. Sie machen alles, damit hier nichts geschieht. Und Wilimski, der ja sich auch sehr kümmert um den Tierschutz, hat im EU-Parlament in den letzten Jahren gegen alle Klimasachen gestimmt. Er hat dagegen gestimmt, dass die EU dem Klimafonds von Paris beitritt. Er hat dagegen gestimmt, dass die Emissionsgrenzen für Autos verschärft werden. Also er hat das nicht nur in seiner Ideologie, sondern er hat auch die Handlungen gesetzt. Verschweigt sie natürlich jetzt im Wahlkampf. Wir haben die Chance. Wir haben am Dienstag den Austrian Summit mit Schwarzenegger, der natürlich irgendwo untergehen wird, aber Gott sei Dank auch ohne Vizekanzler Strache-Hofer stattfinden. Die Rechtspopulisten haben sich entlarvt, das sind auch Chancen. Die Klimaerwärmung ist nicht nur ein ökologisches Problem, sondern auch ein soziales Problem. Da müssen auch viele auch mitdenken, die in den letzten Jahren gebremst haben bei Klimamaßnahmen, weil sie gesagt haben, die belasten die niedrigen Einkommen. Ja, Steuern, wenn sie nicht richtig kompensiert werden, belasten die niedrigeren Einkommen. Aber auf der anderen Seite, die Klimaprobleme belasten die niedrigen Einkommen bitte noch viel mehr. Sie wohnen in den Gebieten, in denen die Emissionen am größten sind. Sie fahren nicht in Urlaub, solange dass sie also bei diesen Problemen entgehen können. Und die wirtschaftlichen Probleme sind ebenso. Wir wissen jetzt, dass ein engagierter Klimaschutz die Wirtschaft nicht schwächt, sondern sogar eine Zukunftschance ist, besonders in einer Phase, wo die Investitionen ohnehin zu gering sind. Wir brauchen für diese minus 80% eine völlige Dekarbonisierung des Verkehrs und des Wohnens. Die übrigen 20%, die noch möglich sind, brauchen wir für Unglücksfälle, für die Industrie und für Notfälle. Also das Ziel ist eigentlich die völlige Dekarbonisierung des Verkehrs. Null Emissionen für Wohnen und Verkehr. Wir wissen, dass wir das Ende des Verbrennungsmotors ist bis 2030 möglich und notwendig. Und wir müssen das durchführen. Wir haben heute schon Alternativen. Und diese Alternativen sind heute schon billiger als das Benzin und das Dieselauto. Das sieht man nicht, weil der Anschaffungspreis noch um 10.000 Euro höher ist. Wenn man aber die operativen Kosten sind jedes Jahr um 1.000 Euro billiger, weil das Tanken mit Strom um diesen Preis billiger ist, und die Reparaturkosten im Elektroauto sind um 400 Euro pro Jahr billiger. Das heißt, ein Elektroauto ist auch kommerziell, so wie man richtig rechnet, nämlich Lebenshaltungskosten, heute schon billiger. Von den Förderungen ganz abgesehen, die es auch diese Umstiege möglich machen, den eine Gesellschaft braucht, weil ja jeder an dem hängt, was er früher kennengelernt hat. Wir brauchen ebenso die Entkarbonisierung des Wohnens. Wir wissen, dass Plus-Energiehäuser und zumindest Null-Energiehäuser möglich sind und wir müssen schauen, dass das verpflichtend ist, dass ab 2030 kein Netto-Energieverbrauchendes Haus mehr gebaut werden kann. Wir brauchen eine Sanierungsrate beim Altwohnungsbestand und beim Altbürobestand von 5% pro Jahr. Wir müssen alle Bauträger, alle Gemeinden verpflichten, diese 5% pro Jahr zu liefern oder ein Penale zu zahlen. Und damit schaffen wir es bis 2030, den Verkehr zu entkarbonisieren und das Wohnen von der Energieschiene zu trennen. Das ist alles möglich, es muss aber durchgesetzt werden und das ist natürlich gut, wenn das auch international ist, denn wenn es eines Land allein macht, sind die Kosten höher, weil die Technologie nicht so viel dazulernt, wenn es nur ein Land macht. Während wenn es 20 Länder machen, dann sinkt der Preis auch für diese neuen Technologien sehr viel stärker. Wir müssen die Schalthebel umlegen. Ich habe schon den erwähnt, statt den Anschaffungspreis immer auf den Nutzungspreis zu sehen. Auch wenn ich heute bei leistbarem Wohnen manchmal höre, frage ich mich, heißt das also, dass am Anfang billig ist und dann schlecht isoliert ist? Oder heißt das, dass auch die Lebensdauer billiger ist? Und auch das muss immer dann ganz klar sagen. Dass die teuerste Wohnung ist die am Anfang nichts kostet, aber dann dann eine hohe Nutzungskosten hat, sei es das Kühlen oder das Herren. Was kann man tun international? International schlage ich vor, zu beginnen mit einem Beschluss des Europäischen Parlaments, wenn es nach den Wahlen wieder zusammentritt, dass der Klimawandel real ist
und dass Europa Vorreiter sein will im Klimawandel. Dann soll sich jedes Drittel der Abgeordneten, die das nicht denken, einmal deklarieren und wir wissen, wer das ist. Bisher ist das ja sehr schweigend gegangen. Auch die linke Stimme ist ja nie wirklich diskutiert und beobachtet worden. Es war also möglich, geheim gegen eine Klimastrategie zu sein. Ebenso wie es Deutsche Industrielle ist oder der Daniel Alt, italienische Berlusconi vor allem, der im Europäischen Parlament sehr viel sagen konnte. Wir brauchen auf europäischer Ebene eine Steuer auf Flugbenzin. Es ist idiotisch, dass die Emissionen des Flugzeuges nicht belastet werden. Ob man fliegt oder nicht, ich kann nicht sagen, man braucht nicht fliegen, aber es wäre sicher mit einem Drittel der derzeitigen Emissionen auch möglich, weil es einfach nicht. Dasselbe gilt für Schiffe, die ebenfalls nicht besteuert sind. Und das sind schon einmal zwei wichtige Verkehrsmittel. Das eine ein potenziell ökologisches, die Schiffe, und das andere ist, dass man halt für die Lebensqualität und das schnelle Fahren zur Verlobung auf den Seychellen braucht, offensichtlich. Wir brauchen eine Regionalpolitik, die Regionalpolitik eindeutig verknüpft mit Klimazielen. Eine Region, die keine Klimaziele erfüllt, die bekommt keine Mittel. Und das gilt auch für eine osteuropäische Gemeinde. Und wenn die dann auf Kohle setzen müssen und sagen, dann geht es eben nicht. Wenn ihr eure Kohle weiter abbauen wollt, weiter nutzen könnt, dann gibt es eben keine Regionalmittel. National habe ich schon einiges gesagt über Wohnen und über Verkehr, möchte daher nicht zu viel sagen. Natürlich wäre eine Steuerreform vernünftig gewesen, die man das auch macht, aber das ist wahrscheinlich jetzt schon wieder und ist für diesmal wieder nicht möglich. Aber und damit komme ich zur Zusammenfassung und will hier auch wieder eine positive Nachricht beginnen. Ich glaube, die Welle rollt ein wenig in die Richtung, sie rollt nicht schnell genug. Wenn in Deutschland in vielen Städten in Europa bereits Dieselfahrverbote erlassen sind, meistens nicht für die ganze Stadt, aber wenigstens für eine Zone oder für bestimmte Zeiten, dann ist das schon einmal ein Fortschritt und wird das zeigen. Ein SUV in der Wiener Innenstadt ist so ein Wahnsinn, dass es überhaupt nicht diskutierbar ist. Also wenn ich dort sitze in einem Gast, in einem Lokal, 4 von 5 Autos, die vorbeifahren, sind SUVs. Also was die in der Innenstadt suchen, das weiß ich nicht. Also man kann bei den SUV noch ein bisschen was haben mit der orwarsche Politik. Also wenn man 5 Kinder für das Paar Ungarn generiert, dann bekommt man in Ungarn mittlerweile einen SUV geschenkt. Ich will das die Message übernehmen. Es ist natürlich mit Kindern etwas einfacher, wenn man ein großes Auto hat. Aber auch dieses muss man nicht kaufen, sondern kann sich für den Ausflug auch ausleihen. Auch das ist eine Sache, die das... Also es beginnt bereits, es gibt Ausstiege aus dem Kiefer von Volvo und VW hat es mittlerweile auch gelernt. Die Politik muss noch lernen, dass wenn die Firmen ihre vergangene Technologie weiter verkaufen wollen und dabei schummeln, dass alle Manager dabei ins Gefängnis kommen. Wenn man absichtlich schummelt, damit Verkehrstote generiert und dann ist das ein strafbarer Tatbestand. Die Amerikaner haben das nicht gemacht, um das Klima zu schützen, sondern die amerikanische Industrie, aber immerhin, sie haben etwas in Gang gesetzt, was wir Europäer nicht können. Unsere Institutionen haben alle genehmigt, was da passiert und haben weggeschaut. Aber es ist Bewegung drinnen und diese Bewegung möchte ich dann nicht von uns hoffentlich mit noch mehr Intensität und Glaubwürdigkeit als ich machen. Klimapolitik muss nicht heißen Mikromanagement, dass man jedem verbietet, ein Schnitzel zu essen, aber es kann heißen, dass man weniger Schnitzel isst und dann sich auch das eine Schnitzel, was man also zu Ostern hat, also umso mehr freut. Das ist kein Mikromanagement. Jeder muss durch Steuersystem und Anreize beitragen zu diesen minus 80%. Den Weg kann man sich ein bisschen aussuchen, wenn man ja verschiedene Eigenheiten hat oder nicht. Letzter Punkt, also für Diesel- und Benzinautos sind die Tage gezählt, kostenmäßig und eben der Klimaziele. Und das Wichtigste vielleicht, der vorangeht, hat keinen Verlust der Wettbewerbsfähigkeit, sondern hat die Vorteile. Der vorangeht, hat die Vorteile, er bestimmt die Technologie, er kann die Patente verkaufen, er hat die Exporte. Die Kosten trägt man Nachzügler. Er hat zuerst die Schäden und die Toten und nun zahlt nachher für eine fremde Technologie. Von Europa als Wirtschaftsgemeinschaft möchte ich verlangen, dass es nicht eine Wirtschaftsgemeinschaft, sondern so eine Gesellschaftsgemeinschaft wird, die neben der Wirtschaft nicht Sinn auch die ökologischen und die sozialen hat
Und das Freudige ist, dass das für mich kein Gegensatz ist, sondern wenn es in eine Strategie eingebaut ist, kann sich das gegenseitig unsere Jugend von uns erwartet, unser Klima nicht zu zerstören, sondern die Erde noch einmal bewohnbar zu vergeben. Donner. Ja, auch von meiner Seite einen schönen guten Morgen, sehr geehrte Damen und Herren. Ich freue mich heute hier als eine Vertreterin von der internationalen gewaltfreien Bewegung Extinction Rebellion und auch allgemein als eine Vertretung der jüngeren Generation meine Meinung äußern zu können. Mein Name ist Donna Susanne Engel, ich studiere Musikwissenschaften an der Universität Wien, mache diesen Herbst eine Aufnahmeprüfung für das Fach Gesang Popularmusik an der Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien und habe einen Traum. Ich habe den Traum, Musikerin sein zu können, ich bin Komponistin, Songwriterin und lebe das mit Leidenschaft und würde wirklich sehr viel lieber Klavier spielen oder singen, als andere Menschen darauf aufmerksam zu machen, dass ich keine Zukunft habe, wenn wir es nicht schaffen, etwas zu verändern. Niemand wird gern angeschrien und niemand wird gern mit Aggressionen konfrontiert. Und glauben Sie mir, ich würde wirklich sehr viel lieber an der Produktion meines nächsten Musikvideos arbeiten, als Straßen zu blockieren und mit Menschen darüber zu diskutieren und ihnen zu erklären, dass wir gemeinsam nicht so weitermachen können wie bisher, ohne dass das Leben auf dieser Erde zu Ende geht. Mir als Mensch und auch eben als Vertreterin der internationalen Bewegung Extinction Rebellion ist es wichtig, die breite Masse über den Notstand zu informieren und zu schaffen, dass sie sich dafür interessieren, dass sie es hören, dass wir gemeinsam handeln. Bitte machen wir das gemeinsam. Versetzen Sie sich mal in meine Lage. Ich, 21. Ich habe alles, was mich ausmacht, eigentlich noch vor mir. Egal, ob das jetzt Ausbildung, Job, Familienplanung oder sonst was ist, ich habe das alles noch vor mir. Ich versuche, meine Zukunft zu gestalten. Ich bin eine von denen. Wenn bis in 10 Jahren nichts passiert, wird mir und allen anderen Nachkommen die Zukunft geraubt. Die Grenzen der Geduld, über die wir heute sprechen, die sind für mich absolut erreicht. Worauf soll ich denn noch warten? Was soll ich denn in 10 Jahren machen, wenn es keine Lebensgrundlagen mehr gibt? Wir von Extinction Rebellion wollen mittels gewaltfreiem zivilen Ungehorsam bekräftigen wir die folgenden Forderungen an die Regierungen, um gemeinsam den ökologischen und sozialen Kollaps abzuwenden. Erstens, tell the truth, Anerkennung und Kommunikation der Wahrheit über die Bedrohung durch ökologische Krise und Klimakatastrophe. Zweitens, netto null CO2-Emissionen bis zum Jahr 2025. Und drittens, Schaffung einer unabhängigen BürgerInnenversammlung zur Kontrolle der gerechten Umsetzung dieser Maßnahmen. Ich fordere, dass der zivilen Gesellschaft uns allen durch eine drastische Veränderung des Wirtschaftssystems beigebracht wird, zu leben, ohne dass sich die derzeitige Lage weiterhin verschlechtert. Ich bin Musikerin. Ich habe meinen persönlichen Sinn des Lebens gefunden und kann ihn aber nicht leben, wenn das Leben ausstirbt. Danke fürs Zuhören. Guten
Morgen auch von meiner Seite. Cecilia, ich bin maßgeblich in Einführung für diese Pressekonferenz als Gendarfeld gibt. Mein Name ist Herbert Zormeyer, ich bin Klimaforscher und Forschungsmitglied des Climate Change Centers Austria. Da kann ich vielleicht auch gleich einen Fakt einbringen. 2018 gab es in Österreich rund 760 Hitzetote und im Vergleich dazu 400 Verkehrstote, also fast doppelt so viele Hitzetote wie Verkehrstote. Die genauen Zahlen finden Sie in den Unterlagen. Ich sitze heute aber hier als Vertreter von Scientists for Future. Das ist eine Bottom-up-Bewegung aus der Forschungscommunity heraus, um den Fridays for Futures einmal unsere Unterstützung zu erklären und auch Ihnen Material aus der Wissenschaft aufzubereiten, damit Sie bei Ihren Veranstaltungen auch faktenbasiert argumentieren können. Und da ist unsere Aktivitäten gehen dahin, dass wir das Material so aufbereiten, dass Sie das bei den Veranstaltungen verwenden können und auch einzelne Akteure aus der Wissenschaft halten dort Vorlesungen, um hier sozusagen auch den Vorwand zu geben, dass Schüler aus dem Klassenzimmer rausgehen und Vorlesungen auf der Straße anwerden. Scientists for Futures war ein Bottom-up-Prozess, in dem ich auch ein bisschen involviert war. Das war zuerst die Idee von ein paar verschiedenen Akteuren im deutschsprachigen Raum. Das war innerhalb kürzester Zeit, haben wir eine Petition zusammen und da war die Frage, wer sind die Erstunterzeichner? Da waren es zuerst 10, 20 und dann war es relativ rasch 700 Erstunterzeichner, die das unterschrieben haben. Dann ist dieser Text online gegangen und innerhalb von ein paar Tagen waren es mehr als 20.000 Wissenschaftler im Bereich des deutschsprachigen Raums, die diese Petition unterschrieben haben. Und da sieht man auch diese große Frustration, die es im Wissenschaftsbereich gibt beim Thema Klimawandel, Klimaforschung. Ich selbst bin seit Mitte der 90er Jahren da drinnen. Es gibt einen IPCC-Prozess seit 30 Jahren jetzt. Und die Grundaussagen haben sich in diesen 30 Jahren nicht verändert. Wir wissen immer mehr Details, wir wissen es mit immer größerer Sicherheit, aber die Grundaussagen sind die gleichen und es ist nichts passiert. Und das ist auch ein Zeichen dieser großen Frustration in der Forschung, dass sie nicht wahrgenommen und nicht gehört wird. Und es wird überall von faktenbasierten, evidenzbasierten Entscheidungen gesprochen. Nur in diesem Bereich findet das einfach nicht statt. Und das war sicher auch mit ein Grund, warum so rasch diese Bewegung von Scientists for Future so groß geworden ist und die Bereitschaft, sich da einzubringen, von der Forschung so groß ist, weil man in diesen Bewegungen, das heißt jetzt Fridays for Futures oder Extinction Rebellions, hier eine Chance gesehen wird, dass das Thema auch auf die emotionale Ebene gehoben wird. Und letztlich wissen wir das aus der Kommunikationsforschung, solange die Menschen nicht berührt sind, handeln sie nicht. Und reines Faktenwissen führt immer nur zu Lippenbekenntnissen, aber nicht zu der Motivation, die notwendig ist. Und das ist wirklich eine große Motivation notwendig. Wir haben eine wirkliche Transformation unserer Gesellschaft und unseres Wirtschaftssystems vor uns. Da brauchen wir alle Energie und da gibt es auch große Akteure, die massiv Widerstand leisten. Diese Energie brauchen wir und da müssen wir auch sozusagen eine breite Masse mobilisieren und man muss sie wirklich emotional erreichen, wie du das jetzt auch sehr gut gemacht hast. Und da ist auch unsere Bereitschaft, Friday for Futures oder auch Extinction Development von wissenschaftlicher Seite zu supporten und zu unterstützen, sehr groß. Konkret war ich jetzt beteiligt, warum ich hier sitze. Wir haben für Freitag ist ja eine Großaktionstag von Fridays for Futures weltweit angesetzt. Wir haben gemeinsam mit Deutschland zusammen Material zusammengetragen, um hier diese Veranstaltung zu unterstützen und haben das Jahr 2018, das ja besonders vom Klima her besonders gewesen ist, ein bisschen aufbereitet, was da in Deutschland und Österreich los gewesen ist. Wir haben ja einen extrem heißen Sommer gehabt, heiß und trocken, mit massiven Auswirkungen in Land- und Forstwirtschaft. Das haben wir versucht, ein bisschen aufzubereiten. Was auch wichtig ist, wir verändern nicht nur einzelne Jahre, sondern durch den Klimawandel werden sich die Wetterabläufe auch verändern. Also das heißt, wir müssen davon ausgehen, dass in Zukunft Wetterlagen länger konstant vor Ort bleiben. Das heißt, man hat längerfristig das gleiche Wetter und das hat natürlich ein sehr hohes Katastrophenpotenzial. Lange heiß und trocken hat natürlich massive Auswirkungen. Wenn es lange regnet, hat man es ähnlich. Wir haben in den letzten Jahren das gesehen, auch das heutige Jahr.
wie es genau geht, läuft nach diesem Muster. Wir hatten Anfang des Jahres 3 Wochen Nordanströmung mit starken Schneefällen auf der alten Nordseite. Also heuer wäre es in dieser Woche wieder gegangen mit dem Skifahren. Danach war es faktisch der ganze März, April viel zu warm, die Entwicklung viel zu weit. Und vor knapp jetzt 4 Wochen hat das Wetter wieder gedreht und seitdem haben wir kalte Luftmassen bei uns. Aber wir sehen, wir haben nicht mehr so diese raschen Abfolgen, sondern wirklich langanhaltend gleiches Wetter und das hat natürlich ein größeres Verhältnis. Und wie gesagt, also meine Motivation hier, das zu unterstützen, ist wirklich die Hoffnung, dass wieder Entscheidungen wissensbasiert ablaufen und wir als Wissenschaftler gehört werden, aber dafür brauchen wir die Unterstützung von allen und eben auch die Emotionalität. Dankeschön für diese sehr interessante Präsentation. Gibt es Fragen dazu? Bitte hier. Könnten Sie vielleicht erklären, wie das mit den 100 Euro genau gehen soll, mit dem Bestrafung- und Belohnungssystem? Nein, das ist keine Bestrafung und Belohnung, sondern es ist einfach so, dass. 200 Euro. Genau, dass sozusagen jedes Baby, jeder Kreis, die Eltern natürlich in dem Fall, einfach sozusagen vom Finanzamt diese 200 Euro überwiesen kriegt. Jedes Jahr. Jedes Jahr, genau. Und auf der anderen Seite bezahlen wir dann mehr für beim Tanken und natürlich auch mit den Produkten, die wir kaufen, wo sozusagen dann mehr Energie drinsteckt. Und je besser wir dort sind, desto weniger haben wir am Ende bezahlt oder haben wir sogar sozusagen eine Gewinn. Also eine CO2-Steuer, aber abgefedert durch diese 200 Euro pro Jahr. Genau, und ich finde ein bisschen den Witz, sozusagen der Vorschlag, so wie er da genannt ist, gibt ja sehr viele, Karl Eiginger hat seit Jahrzehnten arbeitet an dem Thema. Erste drei Jahrzehnte. und so wie ich es da formuliert habe, ist eigentlich von Heinz Kochwitz, Energy Peace, der eben sozusagen das umdreht und sagt, erstmal kriegt jeder was. Ja? Weil es gibt sozusagen diese Zurückhaltung der Politiker auch sozusagen bei den Steuern, weil man glaubt, ja, die Leute wollen das nicht. Also sagen wir zuerst einmal, es kriegt jeder was. Und wenn er sich gut verhält, dann, also gut verhält, nicht im Sinn von Bestrafung, sondern gut verhält, von sozusagen wirtschaftlich umgehen mit seinen Möglichkeiten, dann hat man sozusagen insgesamt weniger. Hätte ich noch eine Frage? Jetzt haben wir das Spiel der freien Kräfte und jetzt in Österreich die aktuelle Situation. Die jetzige Regierung oder die verflossene Regierung hat ja CO2-mäßig gar nichts geplant, außer die Notar zu erhöhen und die motorbezogene Versicherung, aber ohne die Spreizung jetzt zu ändern in der Struktur. Gäbe es eine Chance, jetzt, wo das Spiel der freien Kräfte gibt, wo zum Beispiel die Klimaverweiler nur Minderheiten werden im Nationalrat in Österreich, etwas zu tun? Hätten Sie da eine Idee? Jetzt? Ich glaube, meine Idee jetzt, und deswegen sind wir auch ein bisschen hier, ist, dass wir sozusagen spüren lassen, wir die Zivilgesellschaft, ja, Wissenschaft der Zivilgesellschaft, der Klapophon, die Extinction Rebellions, die Fridays for Future sozusagen spüren lassen, durch die Unterstützung, die Medien, ja, dass das eigentlich eine gute Idee ist und dass wir das fordern, dann werden sie schon machen. Gerade jetzt in der jetzigen Situation muss man sich ja umschauen und sagen, was ist eigentlich populär? Und die Medien sollten uns da auch helfen. Weiß nicht, Karl, ich glaube, du hast da noch längere Erfahrungen mit dem. Ja, in den 4 Monaten jetzt bis zur Wahl wird sich wahrscheinlich nicht viel tun. Vielleicht kann man in einigen anderen Unsinn korrigieren, aber nicht einmal das bin ich sicher. Wichtig ist bei den Europawahlen eine Mehrheit oder Recht, wenn es zustande bringen, die das also auf Europa weitergeht. Wir bestimmen die Kommission, wir bestimmen die Kommissare, das wird alles bei der Europawahl entschieden. Wenn die Populisten, so wie es jetzt ausschaut, also mehr Stimmen gewinnen, sind mehr Kommissionen von ihnen bestimmt, wird das ein oder andere Land einen Vorschlag für den Kommissar machen, der ein Populist ist, den kann das Parlament also ein bisschen zurückdrängen, aber dann kommt ein etwas leichterer Populist. Also das ist wichtig, dass das in allen Ländern geschieht und es ist auch wichtig, dass das in den Zivilgesellschaften geht. Ich gebe ja Ungarn nicht verloren und Polen nicht verloren, weil dort die Zivilgesellschaft auch schon anders denkt. Da muss man sich vernetzen. Da wird es hoffentlich auch eine Rebellion von unten geben. Orban wird auch nicht ewig in der Regierung sein. Die müssen alle mitmachen. Wenn 3-4 Länder
jetzt bei der Wahl Mehrheiten zustande bringen, die also gegen den Klimawandel sind, dann wird es ganz schwer werden, eine Politik zu machen, weil wir es nicht. Also das ist es wichtig. Und das ist natürlich für Österreich dann genauso. Wir brauchen eine Regierung, die positiv zum Regierungswandel steht und die wird bei der nächsten Parlamentswahl. Es ist möglich, weil in der Bevölkerung ist eine Mehrheit dafür. Es ist pervers, dass obwohl die Mehrheiten der Bevölkerung für mehr Arbeit gegen den Klimawandel sind, die Parteien das nie widerspiegeln. Sogar in den USA ist die Mehrzahl der Wahlberechtigten der Meinung, dass Amerika eine anspruchsvolle Klimapolitik machen will. Aber wählen tun sie permanent Regierungen, die das nicht machen. Das müssen jetzt die Politologen sagen, was dabei passiert, was dabei an Lobbyisten, was in Finanzen und was so. Aber auch in nicht das muss und dasselbe gilt. Also die Wahlen sind das Entscheidende. Wie hingehen, wählen und schauen, dass das die Strukturen. Das sind die Strukturen, die das letzten Endes entscheiden. In den 4 Monaten wird es nicht sein und da fürchte ich mich auch ein bisschen, dass in den 4 Monaten zu viel geschieht, nicht für den Klimawandel, sondern dass dabei wiederum wie bei den vorletzten Wahlen, also am letzten Tag, also 1 Milliarde ausgegeben werden, von denen wir dann zurückziehen. Die Wahlen sind Zeiten für Populismus. Jetzt ist das nicht der Populismus, der Rechtspopulismus alleine, sondern auch für den Linkspopulismus. Da macht man geschwind etwas, um die Stimmenzahl zu erhöhen. Das kann gefährlich sein. Also es geht um die langfristige Zukunft. Wir bestimmen sie eindeutig am nächsten Sonntag bei den Europawahlen. Da muss ich meine Erfahrung dazu sagen, aus dem Europäischen Parlament. Das Europäische Parlament hat in den vergangenen Bestellungen der Kommission mehrmals Kommissarvorschläge abgelehnt. Einmal musste ein Kommissar sein Amt wechseln und zweimal wurde er sozusagen nicht akzeptiert. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, und das haben wir in Brüssel auch als Kapitel Europa besprochen, dass wir auf die Abgeordneten schon Einfluss nehmen, die dann gewählt sind, hoffentlich in einem positiven Sinn, dass die keine Kommissare, Kommissarin akzeptieren im Bereich Umwelt, die sich nicht klar für eine Klimapolitik, so wie es heute hier dargestellt worden ist, ausspricht. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass von vornherein das EU-Parlament, und ich bin da sehr auch für den Beschluss, den Karl Eigner hier erwähnt hat, sagt, Klimapolitik ist eine Priorität. Und falls der Kommissionspräsident jemand vorschlagen sollte, aufgrund eines nationalen Vorschlags, ja, wir wissen ja nicht, aus welchem Land er kommt, aus welchem Hintergrund er kommt, Kommissar oder Kommissarin, wenn die nicht entsprechend sind, muss das Europäische Parlament die ablehnen. Denn eine Mehrheit wird es auch hoffentlich danach geben, die sich also über diese Klimapolitik aussprechen. Und zum Zweiten nur, was entscheidend ist, dass wir vor den Wahlen mit den Parteien hier in Europa, in Österreich jetzt auch, also nicht, dass sie jetzt in den 4 Monaten was machen, aber dass sie sich im Wahlkampf bekennen zu gewissen Maßnahmen und da muss man natürlich alle miteinander die Zivilgesellschaft Druck ausüben, dass diese Zusagen, die gemacht werden im Bereich der Klimapolitik, auch eingehalten werden. Also nicht die 4 Monate sind zur Umsetzung, aber die 4 Monate sind entscheidend, Parteien, und das werden wir auch machen, zu drängen, dass sie nicht sagen, alles andere ist wichtig, nur Klimapolitik nicht. Das ist, glaube ich, das Entscheidende. Da war hinten eine Frage. Zur Entwicklung der E-Mobilität ergeben sich zweifelsohne einige Problemkreise. Das eine ist, wie beurteilen Sie die ethischen und sozialen Probleme, die sich ergeben durch den Abbau der seltenen Erden? Das zweite ist, wie beurteilen Sie die Preissteigerungen der seltenen Erden, wenn eine gewisse Marktsättigung durch E-Mobilität besteht? Des Weiteren würde mich interessieren, wie die Entsorgungskosten und überhaupt die Entsorgungsmöglichkeiten für die Akkumulatoren, die verwendet werden, vorhanden sind. Und die letzte Frage zu diesem Problemkreis ist, der hohe Bedarf an Strom für die Elektromobilität bedingt auch die Umstellung, jedenfalls in Österreich, auf die Erzeugung von Atomstrom oder die Verwendung von Atomstrom. Das sind jetzt alle die Nebelgranaten geschossen worden. Ja, die Benzinlobby die ganze Zeit schießt. Sie haben diese Nebelgranaten gut zusammen. Sie haben sie aber gut zusammengefasst. Sie sind zumindest eine Echokammer dafür. Alle diese Sachen sind in einer gewissen Weise berechtigt. Wenn ich aber dieselben Forderungen an die Ölwirtschaft lege, dann hätte Öl nie verwendet werden dürfen.
die Plattformen, die untergegangen sind, die Menschen, die dabei gestorben sind, die Schäden, die dabei bei der Produktion gegangen sind, die Schäden, die bei der Entsorgung dieser Motoren geschaffen haben. Ja, auch bei jeder Technologie muss man sich darum kümmern, dass der ökologische Fußabdruck von der Rohstoffgewinnung bis zur Entsorgung geschieht. Das kann man tun. Der Weg, das bei der E-Mobilität zu machen, ist wesentlich geringer als der, den wir bei Verbrennungsmotoren und bei Benzinmotoren nie gegangen sind. Da haben wir uns nie darum gekümmert, dass die Schiffe das Öl im Meer entsorgen, dass bei der Produktion unsozial gearbeitet wird und dass es im Verbrauch. Ja, kümmern wir uns, wie diese in den Erden erzeugt werden. Wir wissen, dass es hier viele Möglichkeiten gibt, dass die jetzige die billigste ist. Wenn sie doppelt oder dreimal so teuer ist und dafür ökologisch ist, dann ist es sicher besser. Wir haben in Kärnten Lithium gefunden, das nie jemand genommen hat und das auch reichen würde, statt das in Afrika zu unsozialen Bedingungen abzubauen. Aber man kann auch sich in Afrika darum kümmern, dass wir aus Afrika nichts beziehen, was auf unsoziale und auf unökologische Weise dort abgebaut werden. Das betrifft so viele Güter. Und die seltenen Erden sind so wenig davon. Kümmern wir uns das Problem, dass es in Afrika ökologische und soziale Produktion gibt und dann mal nachher schauen, was dabei die Elektromobilität ist. Und nehmen wir nicht die Elektromobilität, dass wir dort wollen wir den Fortschritt sehen, weil wir das machen. Aber ich weiß, dass die Benzinlobby daran arbeitet. Und ich weiß auch, dass Hofer sich dauernd ausredet, dass er nicht ökologisch sein muss, weil die Ökologie nur für die Atomlobby gemacht wird. Also auch dieses Argument ist, wir können für eine hundertprozentige erneuerbare Energie sein und sagen, das ist ohne Atom. Wir haben nichts getan, als die Europäische Kommission Hinkley Point eine Riesensubvention gewährt hat. Für den Neubau eines Atomkraftwerkes, das in Europa nicht mehr nötig ist, entscheidet die EU-Kommission, dass das durchaus möglich ist, dafür eine Subvention. Das ist der Skandal, nicht wenn dann nachher das einen einbringt. Also kümmern wir uns auch beim E-Auto darum, wie die Herstellung ist, von der Rohstoffgewinnung bis zur Entsorgung. Vieles davon ist jedenfalls fünfmal besser als beim Benzinauto, wo wir nie dafür gesorgt haben. Es kommt von weit her, wird mit Schiffen transportiert, also die im Mittelmeer gereinigt werden, wird, wenn es knapp wird, auf Plattformen produziert, bei denen eine große Gefahr ist, und wenn eine solche explodiert, sind also ganze Regionen für Jahrzehnte ohne Fische und ohne Ding. Und das ist alles passiert und ist nicht als Argument gegen das Dieselauto verwendet worden, sondern wird jetzt angebracht, also wenn es um das Elektro. Ja, kümmern wir uns darum, aber es ist eine gesamtheitliche Frage. Das Elektroauto ist heute viel ökologischer, da gibt es vom Umweltbundesamt zu sagen, schon heute, wie es heute mit all seinen Fehlern und Unvollkommenheiten produziert wird, ist es schon heute ökologischer, wenn man die Gesamtbilanz nimmt von Elektroauto auf der anderen Seite, von der Ölgewinnung bis zur Entsorgung, bis zu den vielen Grundstücken, die verseucht sind von Öl und Benzin. Die Tankstellen, also Sie können keine der bestehenden Tankstellen können Sie das Grundstück, was drunter ist, mittlerweile verkaufen, weil das ist alles derartig also verseucht ist und das mitten in den Europagebieten. Habe ich noch nicht gehört, das Argument, den Vestibo, dass Sie also die Hälfte von Wien mit Tankstellen versaut haben, also denen es darunter also das gibt. Also kümmern wir es aber nützen, verwenden wir nicht Nebelgranaten, zu denen gehört dahinter steckt die Atomlobby, das hat der Willi auch schon gesagt, und wenn man sich darum kümmert, ich nehme es Ihnen ab, dass es Ihnen wirklich ein Problem ist, wenn die seltenen Erden zu ökologisch und sozial zumutbaren Bedienungen sind. Aber wenden wir es nicht da an, sondern wenden wir es für das Gesamtproblem an, dass wir uns um die Ressourcen kümmern, wie sie entstehen wie sie entsorgt werden. Und die Entsorgung der Elektrobatterie ist zum Beispiel relativ einfach. Stellen wir es nachher ins Haushalt und nutzen es als Energiespeicher, dann wissen wir endlich, wie wir die Energie, die wir durch Sonnendach bekommen, auch nachher nutzen können. Darf ich kurz noch ergänzen? Also in meinen Zahlen, die ich gezeigt habe, war drin ein Atomausstieg nach 40 Jahren Laufzeit aller Atomkraftwerke. Werden im Moment einige, gerade auch im Osten, aber auch in anderen Ländern, Atomkraftwerke sozusagen verlängert in der Laufzeit. Da haben sozusagen die Ingenieure das auf 40 Jahre geplant. Also jetzt sagen sie, ja, es geht noch 20 Jahre, was natürlich wirtschaftlich sehr günstig ist, aber technisch und
auch schwierig. Also das ist drin und das geht. Also das ist sozusagen beides, man soll das nicht gegeneinander ausspielen, sondern man muss sozusagen beides erreichen. Ich habe gerade nochmal das Bild zum Gabophon-Report, wir sind dran, come on, aufgestellt, um auf Sonne einzugehen. Wir sind da sozusagen ein bisschen zurückhaltender mit dem Ausstieg aus dem Carbon. Aber was dort drinnen ist, ist ein globaler Handel sozusagen mit Emissionsrechten, der sozusagen so angelegt ist, dass 2025 wir keine Rechte mehr haben, CO2 zu emittieren. Es geht sie aber nach unserer Einschätzung nur dann aus, wenn wir sozusagen das von denen kaufen und denen damit sozusagen auch Geld geben, die jetzt noch weit drunter sind, also die Entwicklungsländer in Afrika und in Asien und anderen Ländern, die sozusagen das noch zur Verfügung haben und dann einen Incentive haben, einen Anreiz haben, gar nicht in diesen Pfad zu gehen, sondern wirtschaftlich dort besser dran sind, wenn sie gleich in die dekarbonisierte Wirtschaft geht. Das ist glaube ich auch wichtig, weil derzeit sind fast 2000 Kohlekraftwerke in Planung und im Bau und davon 95% in Entwicklungsländern, zum guten Teil von China finanziert. Und da müssen wir sozusagen raus und dafür müssen wir bezahlen. Das ist glaube ich ganz gut. Es kann sein, dass es eine Übergangstechnologie ist, aber wir müssen den Fortschritt sehen, der da durch die E-Mobilität entsteht. Bitte. Ein Hebel für die Klimapolitik kann ja die Wirtschaft sein. Also wir haben heute auch gehört, Klimaschutz ist gut für die Wirtschaft. Es gibt auch verschiedene Studien, dass Arbeitsplätze geschaffen werden, etc. Wieso ist es nicht möglich, die Wirtschaft mit an Bord zu holen? Also sind es wirklich die starken Erdöl- und Kohlelobbys, die da auf der Gegenseite stehen lassen? Ich glaube nicht, dass die Wirtschaft gar nicht an Bord ist, sondern dass die Wirtschaft eine Kombination von Firmen ist, die bei der alten Technologie bleiben werden und einem Detail, der auf die neue Technologie umsteigen kann. Und stärker im Lobbying und im Argumentieren ist immer der bewahrende alte Teil. Er zahlt die Werbeeinschaltungen, er zahlt den Einfluss und daher geht es nicht so schnell, wie es tatsächlich der Fall ist. Und wir haben jetzt bei den australischen Wahlen, die gerade vorbei sind, gesehen, das Argument, warum die Regierung, die für keinen Klimaschutz war, gewonnen hat, war, dass damit 10.000 Kohlearbeiter ihren Job verlieren würden. Gleichzeitig wurde festgestellt, dass ungefähr 100.000 Jobs im Tourismus verloren gehen, wenn die Riffe weiter kaputt gehen, die also die Touristen jedes Jahr besuchen. Also es war auch dort so, dass die wirtschaftlichen Interessen eigentlich bei einer anspruchsvollen Klimapolitik gelegen ist, aber in der Öffentlichkeit triumphiert haben die anderen Interessen. Sie sehen das genauso in Amerika, wo ich ja gesagt habe, die Bevölkerung ist für Klimapolitik, auch viele Teile der Wirtschaft. Es gibt, wie Trump ausgestiegen ist aus dem Klimavertrag, haben sich 100 Unternehmensführer gemeldet, die sagen, sie machen umso mehr, dass sie dabei bleiben. Also auch hier ist nicht so eindeutig. Es ist nur keine Gesamtstrategie. Und dazu braucht man dann das Leadership der politischen Führung zu sagen. Also, wir wissen, dass manche Teile etwas weniger es angenehm haben. Wir sind hier auch bei der Frage, dass jede Umstellung irgendjemand wehtut. Bei einer der Ursachen des Populismus haben wir gesehen, es ist nicht eigentlich das Problem, dass es durch den Umstieg es den jungen Leuten oder den Arbeitnehmern schlechter geht, aber es rühren sich die Probleme haben. Die betroffen sind und die umsteigen müssen aus einem sehr schlechten Job. Statt am Hochofen zu stehen, wo man also wirklich nicht die günstigsten Arbeitsbedingungen haben in den Dienstleistungen, muss man einen Umstieg schaffen. Und dabei muss man den Leuten helfen, sie empowern, wie wir so schön sagen. Es darf nicht so enge Ausbildungen geben, wo man etwas lernt und dann das Gefühl hat, wenn man das lernt, dann haben wir auch das Leben, auf das ganze Leben denselben Job. Also wir müssen diesen Umstieg fördern. Nicht die Wirtschaft ist dagegen, sondern die wirtschaftlichen Interessen, die sich leichter durchsetzen, die mehr in den Vordergrund geschoben werden. Die Wirtschaft weiß es, wenn ich mit den Unternehmen spreche, dass das für sie ein Vorteil ist. Ich kenne bestimmte Unternehmer, die also auch 5 Jahre, 10 Jahre, 20 Jahre gegen den Klimaschutz mobilisiert haben und mittlerweile an der Spitze dieser Bewegung stehen, nachdem die Föst jetzt auf die Wasserstofftechnologie setzt. Jahrelang war die Föst ein
ein Lobbyist gegen Emissionssteuern und gesagt, das vertreibt die Österreich, schadet die österreichische Produktion. Jetzt haben sie gesehen, es geht eigentlich auch. Und ebenso wird es dann auch genutzt. Das ist aber ein Prozess, den wir fördern müssen, ohne Bedingung und auch, wie die Donner gesagt hat, ohne Emotionen geht das nicht. Wir müssen sagen, wir wollen das unbedingt und wir wollen es heute haben. Weil sonst setzen sich also wirtschaftliche Interessen in die Fuße. Es ist eindeutig, der Vorreiter hat die Vorteile. Das steht auch im Stern-Report, das steht auch im Import. Das wissen wir bereits, wissenschaftlich erwiesen. Der Vorreiter hat die Vorteile. Es wird auf welcher Ebene Gesetze dazu brauchen? Die EU, weltweit, Österreich? Das Handelssystem müsste letztendlich ein weltweites sein. Da ist sozusagen wäre die UNO dafür zuständig. Ja. Es ist, nächste Woche ist ja, unser Herr Bundespräsident hat eine Climate-Ambition-Initiative gestartet, wo immerhin 20.000 Regierungschefs unterschrieben haben vor einem Jahr. Das wird jetzt wieder, nächste Woche wird das wohl bekannt gegeben, wie weit wird erneuert. Und sie versuchen jetzt auch Entwicklungsländer in diese Diskussion zu kriegen. Also da wird schon was getan. Das ist ein europäisches System und das wäre auch ein erster Schritt, dass in Europa der Carbonpreis erhöht wird und dass es natürlich auch dann auf die internationale geht. Also das ETS ist ursprünglich ein europäisches System und es ist eigentlich vorbildhaft, aber der Preis ist zu niedrig. Das muss jetzt korrigieren. Das ist eine nationale Aufgabe, die können wir bei uns. Bitte. Dass wir die Politik da reinholen müssen, hier ist ganz klar unbestritten. Es wurde im ersten Statement von Herrn Hinterberger auch erwähnt, dass sich die Zivilgesellschaft ändern muss. Auf die Zivilgesellschaft hat die Werbung einen riesen Einfluss. Schauen Sie sich an, wie groß wir alles berieselt werden in allen Medien. Die Werbung muss man genauso allianz schließen und das wird viel zu wenig gemacht. Dankeschön. Gut, warten wir bitte. Nicht nur die Werbung, sondern ich finde, wir brauchen ein neues Pressegesetz. Im Zuge der Digitalisierung hat sich da so viel verändert. Ein Transformationsjournalismus muss einfach endlich seinen Niederschlag finden in einer neuen Regelung, auch in Bezug auf Digitalisierung und so weiter, dass die Nachrichten auch ankommen, dass die Mainstream-Medien nicht nur von dieser Renten leben, mehr oder weniger müssen, sondern ich weiß nicht, wie man das regeln kann. Auf der EU-Ebene müsste das eigentlich einmal angegangen werden. Oder wird es schon angegangen? Ich glaube, das nicht im Detail dazu sagen, ich glaube, dass das eine Frage ist, natürlich auch die uns alle Bewegungen, die viel mehr auch in den sozialen Medien darauf aufmerksam machen müssen, viel aktiver sein müssen. Wenn ich sehe, wie viele Anhänger zum Beispiel gewisse Leute haben, die jetzt vielleicht nicht mehr so viele Anhänger haben, aber trotzdem noch eine Rolle spielen werden und wie wenig da dem entgegengehalten wird von der Klimapolitikseite, dann ist da noch viel zu tun. Bitte. Ich möchte abschließend von mir was sagen, was der Dr. Eigen erwähnt hat, die Papierindustrie. Ich bin alt genug, habe erlebt, es hat nichts gefruchtet, die Shows, also die Proteste, aber was wirklich genutzt hat, wie die Leute gesagt haben, wir wollen kein Papier mehr mit der Chlor, ohne chlorfreie Bleiche. Also die Nachfrage hat dort entschieden, dass alle Papierfabriken in Österreich blitzartig umgestellt haben, wenn Sie sich erinnern, wie es klar war, dass die Bevölkerung will diesen Scheiß nicht mehr. Natürlich haben die Klimaschützer darauf aufmerksam gemacht mit ihren spektakulären. Aber gewirkt hat die Nachfrage vom Markt. So gesehen ist die Zivilgesellschaft eigentlich sehr stark, wenn man das mehr nutzt, auch bei allen Negativen mit Werbung und so weiter. Und was noch genutzt habe, ist die persönliche Anklagefähigkeit der betroffenen Manager. Ich habe selber den Direktor dann gehört, so, jetzt bin ich angeklagt. Persönlich bin ja ein guter Bürger, ja, wegen Strafdelikten, wegen Umweltschädigung. Und wenn wir das nicht erreichen und alle nur belohnt werden, wenn sie Strafen, siehe Abgasskandal, dann können wir einpacken. Und abschließend noch, Europa hat da wirklich versagt. Nicht böse sein. Aber wenn die ganzen Abgase, ich weiß nicht, ob Sie sich auch um die Abgase kümmern und nicht nur um CO2, aber die ganzen Abgase, vor allem manipulierten Dieselautos, Österreich hat gezeigt, das sind 34.000. Das ist bei insgesamt 60.000 vom Verkehr, noch einmal 34.000 nur durch die manipulierten Abgase. Wissen Sie, was passiert ist? Man hat es nach Brüssel geschickt, hat gesagt, wir können nichts dafür, dass die Auto mehr ausstoßen. Und diese 34.000 wurden auf dem Papier gestrichen. Aber in der Luft sind sie. Ich weiß nicht, ob Sie sich auch um das kümmern, weil das ist wirklich ein Wahnsinn. Und alle Maßnahmen,
nachrüsten. Das gibt es für Dieselautos, die nachrüsten, dass sie echt sauber werden. Das wird nichts. Wollt ihr noch sagen? Ich bitte, dass ich hier auch darum kümmere. Kümmern wir uns sicherlich, aber nur zwei Bemerkungen. Wenn wir immer nur sagen, Brüssel hat versagt, dann frage ich mich, wer hat nicht versagt auf dieser Welt? Ja? Und wenn wir immer nur sagen, Brüssel hat versagt, dann frage ich mich, wer soll dann zur Wahl gehen? Ich sage nur immer, bei allen Kritik, die berechtigt ist, ja, müssen wir schon sagen, die strengsten Vorschriften kommen immer noch aus Brüssel, dass sie leider nicht immer eingehalten werden. Und ich hoffe auch, dass die Strafverfahren, in Deutschland so aus sich auswirken, dass genau das nicht mehr passiert, dass ein Manager sagt, ist ja egal, schummelig lieber bei der Umsetzung, da gebe ich Ihnen völlig recht. Aber sind wir ein bisschen mit der Wortwahl vorsichtig, weil sonst geht es nur in den Defetismus. Und das ist gerade, was auch Professor Weisterke immer gesagt hat. Wir sollen schauen, wo ein bisschen ein Fortschritt ist und den muss man unterstützen und weiterführen. Und wenn wir immer alles sagen, es ist eh alles umsonst, dann werden die Leute nicht sozusagen wirklich was ändern wollen. Also das meine ich nur Sie haben als Bemerkung dazu. Die aber Vorschriften sind eh gut, aber die Einhaltung ja, ist genau. Das ist, ja, aber das ist nicht Ihnen reicht. Sind wir uns ehrlich. Genau. Vielleicht zu den Ministers, die Zivilgesellschaft hat dafür gesorgt. Nach meiner Erinnerung war auch, hat auch Greenpeace eine Rolle, wichtige Rolle gespielt, die Rohre verstopft haben und die, das ist das, was die jetzt machen. Ja, also das ist, und dann ist es in die Bildungsbewusstsein gekommen, dann waren die Medien da, dann, und dann haben die Leute gesagt, das kaufen wir uns nicht. Ja. Also ich spiele alles zusammen. Die Wissenschaftler haben das berechnet. Diesen Schulterschluss, diese Zusammenarbeit ist gerade so wahnsinnig wichtig und die wird sich in den nächsten Wochen und Monaten noch zeigen. Ja, wenn man sagt, heute mit einem Waldbesitzer im Waldviertel redet, einem Bauern, hören sie Dinge, die sie vor 5 Jahren nicht gehört hätten. Weil er merkt, dass sein Wald kaputt geht. Und das sind Dinge, auf die man nutzen muss und die eigentlich die Politik nutzen müsste. Und genauso, was Sie gesagt haben, wenn die Jugendlichen gewisse Papiere nicht mehr kaufen wollen oder beim Plastik etc. Und dann muss eben auch eine, wir hatten ja das Gespräch mit Otterkringer zum Beispiel, dann muss halt die Getränkeindustrie kommen und sagen, was sie tun wird. Oder, First, wie Karl Eigner gesagt hat, sich überlegen. Sie überlegen sich ja auch etwas. Das heißt, der Druck muss da sein und da sind wir der Jugend sehr dankbar, in Kombination mit den Wissenschaftlern und gewissen politischen Kräften, die halt doch da interessiert sind, dass was weitergeht. Noch eine Frage? Eine Frage noch, bitte. Ich habe eine Frage bezüglich dieser kolportierten Strafzahlungen, die Österreich drohen 2030, wenn ich es richtig verstanden habe, wann eben die CO2-Emissionen nicht eingehalten werden. Wenn ich es richtig verstanden habe, wird da so kolportiert von 1,6 Milliarden bis 9 Milliarden fast. Und wenn ich es richtig verstanden habe, wurde da ein Preis von 60 Euro pro Tonne hinterlegt bei diesen Berechnungen, oder gibt es aufgrund der Schweiz unterschiedliche Berechnungen. Wenn ich es gesehen habe, 265 Euro, haben Sie da auch schon Zahlen, was uns da drohen könnte als Österreich? Und das geht ja für mich über alles fast bis 4-fache dann wäre. Ich bin froh, wenn es solche Zahlen gibt, weil sie etwas motivieren. Wenn die Regierung nicht diese Zahlungen wegbekommt durch eine Änderung ihrer Politik, dann brauchen wir überhaupt gar nichts reden. Es ist ja so viel zu wenig, was hier verlangt wird, es müsste viel mehr geschehen. Also die Anforderungen der Klimastrategie, auch was die Jugend von uns fordert, sind ein Vielfaches dessen, als es um die Zahlungen geht. Das ist ja nur der Eisberg, dass man sagt, also wir haben nicht einmal das eingehalten, was wir vor 10 Jahren unterschrieben haben. Das ist ja ein Witz in dem Sinne. Und vielleicht noch nur, diese Strafzahlung ergibt sich ja aus Preis pro Tonne mal Tonnen. Wenn wir bei den Tonnen runtergehen, dann wird die Strafzahlung nicht so. Oder, genau. Bei der Steuer ist es das Gleiche. Das ist zwar hoch besteuert, aber wenn wir wenig verbrauchen, dann ist die Zahlung auch geringer. Damit, glaube ich, jetzt sind alle Fragen erledigt, positiv beantwortet. Jetzt braucht man nur die Regierungen, die genau das aufgreifen. Also ein ganz kleiner Schritt nach vorne. Danke fürs Kommen und bitte, dass man diese Dinge auch irgendwo weiter verbreiten. Und es bestehen Chancen. So schlimm die Lage ist, es bestehen Chancen, das zu ändern. Sonst würde die Jugend ja nicht auf die Straße gehen. Stichwort weiter verbreiten. Sie finden die ganzen Unterlagen und auch das Video demnächst auf der Website des Klapperforums und dann, ja, bitte vertrauen Sie es weiter. Danke fürs Kommen.